Und dafür sieht man nicht so viel, aber mach's mal. Aber ich merke sind schon. Die Stimmung ist ganz gut, ne? Ja, ich frag mal ein paar, warte mal, wie fühlst du dich jetzt gerade? Ja, arschkalt, ne? Ja. Und wenn du nicht gewinnen willst, hast du Bock auf einen kleinen Trostpreis? Immer, aber wenn meine Frau dabei ist. Oh, du bist schon verheiratet, Wahnsinn. Was hast du hier für eine große Bauchnabel? Ey, Ross, frag doch mal den mit der Tätowierung aus. Der hatte sehr schöne Boxershorts an, glaube ich. Aus hier? Ja, die ist schön. Du hast eine wunderschöne Boxershorts an heute. Sieht absolut geil aus. Was ist denn da drauf? Wir sehen das nicht. Was ist eigentlich da drauf? Was da drauf ist? Da sind die Simpsons drauf. Die Simpsons drauf? Ja, warte mal. Ich sagte eines, nicht nur die Simpsons drauf. Okay. Dann leg mal los, oder? Okay. Oh ja. Warte mal. Muss ich das nochmal erklären? Nee, das darf man nicht. Oh, warte mal. Okay. Ich bin dran. Ey, du bringst mich voll aus und sag. Was anderes hätte ich auch nicht gewollt. Es geht los. Warte mal. Wie es funktioniert. Okay, wie man sieht, da drüben ist Manuela. Sie hat einen Korb mit den Schlupfen. Mhm. Auf mein Kommando, auf die Plätze fertig. Hose runter. Rennen die Schnuckis hier rüber. Komm doch mit. So schnell wie möglich und versuche Manuela einzufangen. Ja, yippie. So. Die Dan muss in eine Schlupfe rausnehmen, anziehen und in einer Reihe aufstellen. So einfach ist das eigentlich. Ich verstehe. So eine Mischung aus Eierlaufen und Sackhüpfen. Ja, genau. Und im Endeffekt, eine von diesen wunderschönen Unterhosen ist 5.000 Euro wert. Okay, und wie wir die finden, erklären wir gleich. Seid ihr bereit? Und wie? Dann mal los! So, endlich! Hüpft nur, ihr Knacherscher! In die Startlöcher! Auf die Plätze! Fertig! Runter! Ich weiß schon, wovon ich heute Nacht träumen werde. Oh, Dani, geht's dir gut? Mir geht's blendend, entspannt. Ich hoffe, meine Mutter guckt nicht zu. Geil! Ja, du hast leider keine. Dann nimm das hier da vorne. Das geht. Okay, Dani, ich glaube, jeder außer die eine hier hat schon eine Schlupfe an. Ich habe jetzt mehr nackte Hintern gesehen als ein Proktologe im ganzen Jahr. So. Erklär doch mal bitte, wie wir jetzt die 5000 Euro Hose finden. Okay, auf jeden Fall. Die machen hier das Licht aus, um zu sagen. Und Annette und Isabelle Töch, die böse Mädchen oder eine der Reporterin, die gehen mit einer CSI-Lampe sozusagen ein Schwarzlicht an den ganzen Schlüppen entlang und eine leuchtet dann. Genau so machen wir es, Ross. Wir haben eine Hose mit einem Mittel präpariert, damit sie im Dunkeln leuchtet, wenn man sie mit Schwarzlicht anstrahlt. Auf der Suche nach dem goldenen Glühwürmchen. Sehen Sie gleich bei uns nach der Werbung. Bleiben Sie dran, Sie werden es nicht bereuen. Bis gleich. Sonntag, 20.15 Uhr. Mein RTL? Hallo? Das musst du hören. Hörst du das? Ist das nicht wundervoll? Was für ein wunderbarer Tag! Hallo? Tante Ise? Hallo? Ja, ich bin's. Hallo, mein Junge. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Warte, es hat geklingelt. Bleib bitte dran, ich muss mich umarmen. Für alle, die sich mehr zu sagen haben. Unendlich viel telefonieren mit der Vodafone Superflat. Make the most of now. Vodafone. Ah! Was denn? Jägermeister gehört nun mal eiskalt, hä? Jägermeister, Achtung, wild! Unendlich viel ins deutsche Vodafone und Festnetz telefonieren mit der Vodafone Superflat. Zum Beispiel mit dem Samsung U700. Für nur einen Euro bei Vodafone. Eine Probefahrt im Seat Leon. Und es gibt kein Zurück. Denn er wird dich besitzen. Und doch weißt du, diese Entscheidung ist die einzig richtige. Triff sie. Fahr den Seat Leon Probe. Go for it. Autoemotion. Jetzt Probefahrt anmelden und gewinnen. Unter www.seat.de. Go for it.
Ab RTL Textseite 670 kannst du viele nette Leute kennenlernen. Flirten, chatten oder einfach Spaß haben. RTL SMS-Chat. Wir bringen euch zusammen. Besseres Rodeo gibt's für 1,99 bei Burger King. Der Rodeo Barbecue Double mit knusprigen Onion Rings und neu Flame Grilled Spare Ribs. Für je nur 1,99. Yeehaw! Acht Fremde. Heute machen wir Geschichte. Der Präsident wurde niedergeschossen. Jeder mit einem Stück des Puzzles. Wir müssen darauf reagieren. Sie können den Befehl nicht geben. Sie wurden niedergeschossen. Wenn Sie glauben, Sie können Ihren Augen trauen. Hier läuft doch was anderes. Tun Sie es nicht. Stopp. Spulen Sie zurück. Was hat er gesehen? Acht Blickwinkel. Ab 21. Februar im Kino. Taxifahrer verunsichert die Straßen Düsseldorfs. Ah doch, du Idiot! Am Steuer Günther Warnke. Wo fahren Sie jetzt hin? Waschstraße. Ich hatte ja gesagt, der Wagen, der muss einmal durch die Waschstraße. So, jetzt kommt erstmal der Würstengang. Italia, Italia, buonasera! Oh, mia dell'amore! Harpe Kerkeling, ein Taxi und 6 versteckte Kameras. Egal, wo Sie bei mir im Taxi sitzen. Hinten rechts, hinten links oder vorne rechts. Wir kriegen alles mit. Oh mein Gott. Nein, der Dieter, der geht mir am Gast. Mann, der Mann ist unter Zeitdruck, er stinkt und die Peggy ist am Sabbern. Der hat mir jetzt ins Gesicht reingegähnt. Aber Häufchen hat er schon gemacht heute. Hallo Taxi, das neue Comedy-Highlight mit Harpe Kerkeling. Demnächst. Ich freue mich. Strahlender Sonnenschein, 13 Grad und das Anfang Februar. Im Nachtjournal berichten wir, wie die Allergiesaison in diesem Jahr nochmals ein Stück früher beginnt. Und türkische Lehrer als Gastarbeiter nach Deutschland. Regierungschef Erdogan will türkische Schulen bei uns einrichten. Sieht so Integration aus? Außerdem schnelle Autos, aber keine Ahnung, wie man sie fährt. Wenn die Amerikaner beim Hochgeschwindigkeitstraining in Alabama lernen, ihre europäischen Sportwagen endlich mal auszufahren. Mehr dazu im Nachtjournal. Mein RTL. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie im Kulturmagazin die Stange halten. Ja. Ich finde es wichtig. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass in diesen Tagen, wo auf allen Kanälen nur an die niederen Instinkte appelliert wird, auch ein Platz ist für ein Magazin wie unseres. Informativ, seriös und niemals billig. Kommen wir zum Nacklauf. Ross? Ja. Na, das ist doch ganz nach deinem Geschmack, oder? Ich sag gar nicht, ich bin so. Sowas geht nur in Deutschland, echt. Die stehen alle in Reih und Glied. Super. Glied?